Man kann ja nie genug Jäger haben, also ziehe ich auch mal los. Sorg mir noch so einen, wo ich das gerade gar nicht weiß. Wo bin ich denn? Bin ich denn? Ach, hier bin ich. Ja, ist immer die übliche Shooter-Verwirrung, wenn man so ein paar Stunden Call of Duty spielt. Und dann plötzlich wieder Hand. Ich werde also sicherlich ein paar Mal falsche Knöpfe drücken und furchtbar auf Call of Duty schimpfen. So, warum bin ich hier rübergelaufen? Weil ich doch hier wen vermute. Ich schalte ja gerne möglichst früh Gegner aus. Und hier irgendwo kommt auch schon einer. Blöde ist, der hat jetzt schon eine richtige Waffe. Ah. Auch ein bisschen eine. Ja, hol doch mal den Hinweis. Mein gefiederter Freund. Hey, passt auch so. So, tauschen wir das mal gerade. Zombie da oben. Weiß nicht so richtig, wie ihm geschehen ist. Ah, okay, das müsste ich alles ablegen. Das mache ich auch. Holen wir dann diese Pistole wieder zurück. Ach so, wo hatte ich die denn? Ach so, hier. So, ich glaube, das ist cooler so. Die nehme ich mal mit. Auch wenn ich die gerade nicht richtig gebrauchen kann. Ich glaube, sie hatte nur diese Axt. Ah, noch eine Nagant. Looten bringt ja eigentlich nichts, sag ich immer wieder, aber mach das jetzt trotzdem mal. Man weiß ja, die manchmal ändern die ja Sachen. Und da bricht mir jetzt auch keinen Zacken aus der Krone. Ich lasse mich mal kurz leben. Ja, auch. Jetzt mal gerade nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, mit dieser Popelbewaffnung mal schnell ins Fort zu kommen. Denn da liegen dann gerne mal gute Waffen. Wobei die Romero, die ist jetzt nicht so verkehrt. Die Vögel aufzuschrecken war hingegen doch verkehrt. Steht da hinten ein Wagen? Nee. Ich glaube, ich habe da drin ein Geräusch gehört. Ja. Hilft jetzt nichts. Ach, das ist auch noch die Talon. Was ist das denn? Nicht verkehrt. Palim, palim. Ja, da komm auch. Die ist auf jeden Fall schon mal besser. Okay. So. Hä? Bin ich falsch? Ich will die tauschen. So. Jetzt habe ich diese Kombo, oder? Ist doch gut. Fanning. Okay. Das passt ja richtig schön. Gibt es hier noch einen zweiten Hinweis? Das ist natürlich auch schön. Komm, mach voll. Achso, ist schon voll. Ach, sogar mit Talon. Gar nicht so verkehrt. Ah! Mist. Bisschen zu spät. Hm, aber weit habe ich es nicht. Kann ich mir natürlich eigentlich die Zeit nehmen, ich will ein bisschen umschauen, ob hier nicht noch was Besseres liegt, denn 300 Sekunden
Das ist eine Menge Zeit. Nicht gar noch. Oh, Talent ist dann doch schwächer als ich dachte. Kurz horchen. Ja, die Aperture ist so kompliziert. Kann ich vielleicht noch werfen. Flashbang. Flashbang ist natürlich nicht verkehrt, wenn man angreifen muss. Okay, ich jetzt noch eine ordentliche Waffe her. Ja, ist ein Munitionswagen irgendwo, wäre cool. Ich bin ja da schon praktisch lang gekommen, da war ja nichts. Na gut, ich kann auf der anderen Seite auch nochmal gucken. Hier drüben liegen ja manchmal noch Dinge. Und dann kann ich auf der Seite auch noch raus. Okay, hier war schon mal jemand. Das ist eher so mein Kaliber. Gegen Wolfhead Arsenal war ich natürlich schon. Finde ich dann auch nichts Neues. Hurk! Das war nämlich das normale Bieren. Kein aufgescheuchtes Viren. Hä? Ach, sind die wieder da? Habe ich die nicht vorhin schon aufgeschreckt? Das ist interessant. Oder ne, es sind andere. Gibt ja genug Krähen hier. Ah, da sind wir ja auch schon. Ich wollte auf einer nicht ganz so offensichtlichen Richtung mich annähern. Wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Jetzt sind's. Okay, da ist einer gestorben. Da läuft jemand. Rechts von mir macht doch auch noch jemand Geräusche. Ja, genau. Habe ich natürlich hier auch noch diese Spritze. Oh, das hätte mir gefallen, den jetzt auch noch zu killen. Was ist der hin? Er ist weiter nach links gelaufen. Was der andere Typ da hatte. Okay, er schießt mit der Shotgun. Der sieht nicht so aus. So. Jetzt hau ich mir aber, glaube ich, doch diese kleine Spritze rein. Ja, wenn der natürlich auf große Entfernung der Shotgun schießt, demonstriert er ja, dass er nicht weiß, dass das bei mir gar nicht ankommt. Und dann kann man sich auch mal rantrauen, solange er noch da ist. Und jetzt kriege ich nämlich auch die Spritze zurück, denn was man im Arsenal hat, das kann man im Quickplay eben sich wiederholen. Und das ist jetzt mir natürlich so lieb. Jetzt bin ich gesund. Und hab meine Spritze zurück.
Oh. Lass mich verarschen. Der ist zum Glück auch relativ weit draußen. Mute ich jetzt mal an, vielleicht hat er eine Munition oder was weiß ich. Ja, achso, es kann ja nur einen geben. So, zu schmeißen habe ich jetzt nichts. Da liegt aber was zu schmeißen. Achso, die Schmeißerei ist ja alternativ zur Spritze. Machen wir das doch mal. Oh, wow, was? Ha! Alles klar. Dankeschön. Wieder zu. Okay, da ist Gift. Machen wir das hier noch hin. Nicht, dass das groß was bringen würde. Das sind, glaube ich, alles Erfahrungspunkte. Komme ich jetzt also selber nicht durch. Da hinten. Das Gatter zu. Ich würde gerne woanders hingehen. Das war natürlich Verschwendung. Ich hatte keinen Bock auf das Pferd. Ich voll verstehen. Nimm das. Mach das Tor nämlich gleich wieder zu. Was hast du denn da? Die Dead Eye? Die will ich nicht. Was hat der andere Typ? Kriege ich das noch? Nein, kriege ich nicht. Macht aber nichts. Huiuiui. Das hat ja ganz gut funktioniert. Insbesondere wenn man bedenkt, dass ich, seit ich Prestige habe, ich noch keine reguläre Runde, doch eine reguläre Runde habe ich gespielt. Und seitdem immer nur Quickplay und danach immer geguckt, wen man sich so einkaufen kann. Und da ist jetzt ganz ordentlich was zusammengekommen. Ich meine, 5 Kills ist natürlich auch eine feine Sache. Ich glaube, ich habe im Zweifel auch gleich da irgendeine Waffengeschichte freigeschaltet. Die Handcannon habe ich auch. Und noch viel wichtiger natürlich, ich habe jetzt hier wieder einen kostenlosen Jäger, den ich aber jetzt noch nicht kaufe, sondern stattdessen mal hier gucken, wen ich denn free reshuffeln kann, denn vielleicht ist hier auch irgendwie super da, geil mit dabei. Nee, ist aber nicht. Dann nehme ich den doch. So, und jetzt habe ich schon wieder 9 Jäger. 4 von denen taugen sogar schon ordentlich was, als sie aus dem Quickplay gekommen sind, und so habe ich ja wirklich eine solide Basis und noch ordentlich Geld, um jetzt ganz regulär in den Bounty-Modus zu gehen. So, und dann hoffe ich, seid ihr mit dabei.
denn ihr seid die Besten. Und ich bin der Fabian. Bis dann. Ciao.